Landeshauptstadt Magdeburg am frühen Morgen. Die ersten Vögel geben sich schon große Mühe, ihren Morgengesang zu absolvieren. Die ersten Straßenbahnen fahren in der Landeshauptstadt erst um 4.40 Uhr. Bis dahin ist aber noch ein Weilchen Zeit. Jedoch, unser Zubringerbus ist für 4 Uhr geplant. Also 6 Kilometer zu Fuß. Andere hatten es noch schlechter. Sie mussten noch mit dem Auto zur Bushaltestelle gebracht werden. Alle trotzdem pünktlich. Und los geht es. Halle Hauptbahnhof. Hier kommen die nächsten Zusteiger. Und dann Leipzig Hauptbahnhof. Unser Reiseleiter. Guten Morgen. Möchte jemand nach Kuba mitkommen? Nee. Nee? Dann bitte noch verschiedene andere Richtungen. Berlin, Zell am See und so weiter. Aha, hier. Los geht es in Richtung Frankfurt am Main. Unser Reiseleiter hatte sich einige Worte aus dem Spanischen angenommen, die er uns im Bus schon vermittelte. Und dadurch konnte er sich in Kuba halbwegs verständlich machen. Zweimal Platz, komplett verlieren. War nicht zum Verlieren. Da durfte ich ja schon begrüßen. Jetzt begrüße ich, wir sind komplett, ja. Jetzt begrüße ich auch die Chemnitzer und die Dresdner Gäste, sodass wir uns jetzt mit 31 Personen und dem wichtigsten Menschen am Lenker, nämlich Ralf, auf den Weg nach Frankfurt machen. Eigentlich sollte dieses Video heißen Flug zurück in die DDR. Jedoch das kubanische Volk hat auch eine Meinung. Und diese Meinung kann nur heißen, ein Wechsel wäre angebracht. Frankfurt wird auch genannt Bankfurt. Der Start ist im Gegenwind, also wir werden auch nach Westen wandern. Und jetzt sind wir am Frankfurter Kreuz. Das ist das meistbefahrene Autobahnkreuz. Ein Schweizer Messer, das versehentlich im Handgepäck gelandet war, wurde moniert. Der deutsche Beamte konnte das Messer behalten mit den Worten: Wir sind weder mit noch ohne Messer Terroristen. Entgeisterte, unverständliche Blicke. Flug DE2206 nach Holguin ist nun zum Einsteigen bereit. Wir bitten jetzt nur Fluggäste mit Sitzplätzen in den Reihen 45 bis 35 sich zum Ausgang zu begeben. Bitte nur Fluggäste der Reihen 45 bis 35. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Auf Wiedersehen. Ein Fensterplatz war bei der Platzverteilung nicht mehr zu ergattern, aber die Kubinka am Fenster war so zuvorkommend, trotz immenser sprachlicher Schwierigkeiten, ihren Platz zum besseren Fotografieren zu räumen. Man verlange das mal von einem Deutschen, dass er seinen Fensterplatz für einen Ausländer räumt.
Flughafen jetzt circa nach. Die Turbinen haben Volllast. Das Flugzeug wird schneller und schneller. Nur ein kleines bisschen noch. So, wir fliegen. Ein Blick noch auf die heimatlichen Gefilde. Über Paris und Brest und dann sind wir über dem Atlantik. Das konstante Geräusch der Triebwerke sollte uns über 10 Stunden nicht verlassen. Trotz der Höhe von über 10.000 Metern hat uns der giftig grüne, am Herzen fressende Neid nicht verlassen. Unsere Stewardessen gaben sich in 10.000 Meter Höhe alle Mühe und das unter gewaltigem körperlichen Einsatz, um uns bei bester Stimmung zu halten. Kopfhörer, Essen, Zigaretten, Kaffee und Kuchen, alles schleppten sie heran und räumten die Abfälle nach dem Essen wieder weg. Machten die Hose sauber, weil der Fluggast durch Unachtsamkeit Kaffeesahne auf die Hose geschüttet hatte. Und erfüllten vielerlei kleinere Bitten. Für viele Mädchen ist Stewardess oder wie heute abfällig gesagt wird, Flugbegleitung der Traumberuf. Und sie vergießen bitterste Tränen, wenn aus irgendeinem Grund der Beruf in der schicken, auffälligen Uniform verwehrt wird. Der kleine, in der Rückenlehne des Vordersitzes eingebaute Monitor brachte so manches Wissenswertes. Natürlich brachte er auch gegen einen Aufpreis von 8 Euro besondere Videos. Bedauerlich, dass vom Atlantik nichts zu sehen war. Aber 10 Stunden auf dem Flugzeugsitz ist eine Folter. Rundgänge um die mittleren Sitzreihen im Flugzeug schafften kaum Erleichterung. Was hier im Monitor angezeigt wird, vergeht die Flugzeit nicht. Das ist nur durch die besonderen Künste des Fernsehens möglich. Auf alle Fälle währt die Folter auf dem Flugzeugsitz noch ein Weilchen.
Das Wackeln der Tragfläche ist zu sehen. Kaum zu glauben, dass das Material durch diese Belastung nicht ermüdet. Der Monitor ist in der Anzeige ganz fleißig, aber es sind noch einige hundert Kilometer zu fliegen. Schemenhaft sind schon kubanische Inseln zu sehen. Kubanischen Inseln sind in Sicht. Unser Flugzeug nähert sich seinem Zielflughafen Holguín, Kuba. Und somit nähert sich die Folter des 10-stündigen Fluges dem Ende. Die kubanische Nachbarin war rechtzeitig bereit, den Sitzplatz am Fenster zu räumen, damit die Landung besser fotografiert werden kann. Unser Flugzeug nähert sich seinem Zielflughafen Holguín, Kuba. Die Folter des 10-stündigen Fluges ist vorüber. Ein weiteres Mal steht Kuba deshalb nicht auf der Reiseliste. Kurz vor unserer Landung hatte es in Holguín geregnet. Die erhöhte Luftfeuchtigkeit bei den subtropischen Temperaturen ließ beim Aussteigen die Erscheinung aufkommen, dass kurzfristig die Luft wegblieb. Und wir begrüßen euch hier in der Provinz Holguín aus Kuba. Ja, willkommen. Und dann wünschen wir Ihnen einen schönen Urlaub. Erste Eindrücke in Kuba. Wahrscheinlich ist in Kuba das Schmieröl knapp.
Die DDR lässt grüßen. Zimmerverteilung. Dieses blaue Bändchen zeigt an, dass auf dem Gelände des Hotels es für den Träger kostenlos zu essen und zu trinken gibt. Dafür gibt es auch einen unpreußischen Begriff. Erste Morgeneindrücke in Kuba. Bananen ganz normal neben dem Hotel. Natürlich die ersten Ami-Schlitten. Beste Erholungsmöglichkeiten und der Atlantik. Mal ganz eindeutig, wenn solch ein Ding der Schwerkraft folgt, sollte alles, was lebt, die Beine in die Hand nehmen. Der Atlantik. Schönes, warmes Wasser und Scherben im Sand, genau wie bei den Russen. Es ist zu sehen, hier hat es geschmeckt. I don't stand it at all. Yeah, okay. It's better because it's got a good. It's so hard for the skin. Yeah, well, you have it 2 hours in the morning. Morgenstund hat Gold im Mund. Dieses deutsche Sprichwort scheint auch in Kuba genutzt zu werden. Und hier wird der Pool, im Deutschen würde man sagen Schwimmbad, auf Funktionstüchtigkeit überprüft. Als diese junge Frau im Frühstücksraum vor der Kamera war, blühte auch gleich bei mehreren der giftig grüne, am Herzen fressende Neid. Jedoch nicht nur von deutscher Seite. Die Kubaner können das auch. In Havanna hatte unser Dolmetscher Companiero auf einen Fall aufmerksam gemacht. Da hatte der giftig grüne Neid ein großes Stück aus dem Herzen gebissen. Warten wir es ab. Der Wasserverlust ist natürlich nicht in Ordnung. Die Lösung in Kuba, genau wie in der DDR. Für uns galt es jedoch, unsere Sachen zu schnappen und in den Bus rein. Euro und kubanische Währung umrubeln und drauf los. Kuba erwartet seine deutschen Gäste. Emo, nur erzähle mal, was das für eine Trauerstation ist. Was, dass das eine Maststation ist? Echt russisch. Alle Kabel hängen so, wie man das früher nur hinterm Ural gesehen hat. Aber nein, das